Ich möchte Ihnen eine Schreibübung aufgeben. Ich weiß nicht. Ich habe eine gute Idee und dann, zack, glaube ich plötzlich, das ist die bescheuertste Idee, die ich je hatte. Erzählen Sie mir von ihr. Darf es schlecht sein? Grottenschlecht finde ich am besten. Der Film handelt von einem Schriftsteller, der großen Erfolg mit seinem Debütroman hatte. Jetzt, 10 Jahre später, versucht er daran anzuknüpfen. Ruby Sparks, 26 Jahre alt, aufgewachsen in Dayton in Ohio. Warum Dayton? Klingt romantisch. Dann wird ihm klar, dass er sich in das Mädchen verliebt, über das er schreibt. Das ist jedoch keine gute Idee, weil sie nicht existiert. Sie sind ein Genie? Schön, dass Sie was gefunden haben, das Sie inspiriert, Kerl. Oh, inspiriert. Als ob ich mich verlieben würde. Das ist wundervoll. Doch nicht in ein Mädchen, das ich erfinde. Wieso nicht? Sie ist nicht real. Je mehr er schreibt, desto realer kommt sie ihm vor. Eines Tages wacht er auf und sie ist in seinem Haus. Calvin? Hast mir im Bett gefehlt letzte Nacht. Calvin, bist du böse auf mich? Calvin steckt in einer merkwürdigen Situation. Er ist verliebt in eine fiktive Person. Doch dann wird er konfrontiert mit ihrer realen Gegenwart. Er glaubt, er ist verrückt geworden. Aber wenn sie echt ist, was bedeutet das für ihn? Wie geht er damit um? Niemand erscheint einfach so aus dem Nichts. Sie schon. Wie? Ich weiß nicht wie. Es ist Liebe, es ist Magie. Okay. Nehmen wir an, du hast sie erdacht, diese Person. Alles, was du über sie schreibst, tritt ein, selbst die unbedeutendsten Sachen. Ja. Hast du versucht, weiterzuschreiben? Nein. Schreib etwas über sie. Wieso? Sie ist perfekt. Wenn das wirklich passiert, warum nicht Vorteile daraus ziehen? Man kann schließlich alles ändern. Die sind französisch. Pourquoi vous me regardez comme ça? Zuerst erschafft er sie, aber als er herausfindet, dass er sie auch kontrollieren kann, wird die Situation immer komplizierter. Du kannst sie einfach alles tun lassen. Für alle Männer auf der Welt. Sag mir, dass du die Gelegenheit nicht verstreichen lässt. Mich hat die Geschichte vor allem als Metapher interessiert, für den Versuch, Kontrolle in einer Beziehung auszuüben und für die reine Idealvorstellung von einem Menschen, mit dem wir gerne zusammen sein würden. Er ist immer so ein Kontrollfreak, oder? Für ihre Komödie über eine besondere Beziehung hat sich Zoe Kazan ein Regiepaar ausgesucht und ihren echten Freund Paul Dano. Ich weiß nicht, ob Zoe diese Figur wirklich von Beginn an für mich geschrieben hat oder ob ich mich aufgedrängt habe. Vielleicht hat sie ja schon an mich gedacht, es wirkte jedenfalls so. Aber ich bin gespannt, was sie antwortet. Ich zeigte ihm die ersten 12 Seiten des Drehbuchs und er meinte, da schreibst du für mich, oder? Das war mir bis dahin nicht in den Sinn gekommen. Und ich dachte, ja, vermutlich tue ich das wirklich. Für ihn und für mich. Den Rest des Drehbuchs habe ich dann schon mit ihm im Hinterkopf geschrieben. Glücklicherweise war das Skript sehr gut, weil Zoe nun mal eine tolle Autorin ist. Und so bin ich jetzt der große Nutznießer. Und hoffentlich auch ein guter Freund. Das ist die wahre und unmögliche Geschichte meiner großen Liebe. Ich denke, wir alle möchten an die Magie der Liebe glauben. Und dieser Typ hat das Glück, über sie zu stolpern. Beim Lesen mag man denken, sowas geht nur mit Zauberei. Aber es ist Zauberei, wenn man sich verliebt. Jeder gute Film ist wie eine Achterbahnfahrt. Zuerst ist man aufgeregt, man hat fürchterliche Angst. Dann geht's los und du merkst, dass es dir gefällt. Und genau die Wirkung hat auch dieser Film. Sag mir aber nicht, wie es ausgeht, okay? Es gibt Seltsameres im Leben. Das sehe ich nicht so. Ich sag dir, das ist das Seltsamste, was du oder ich jemals erlebt haben. Jemals. Ruby Sparks, meine fabelhafte Freundin. Ab 29. November im Kino.